Hopper hat die Idee, das ist ja hier auch das Thema, was machen wir denn jetzt mit dieser Analyse? Er hat die Idee, Ideen können sich über Nacht ändern. Das ist auch richtig, wenn ich überlege, wie mir zum ersten Mal das Argument begegnet ist, der Staat basiert auf Gewalt. Das war ein Schock für mich, aber ich habe sofort verstanden. Hat eine Weile gedauert, bis ich das dann in meinem System eingebaut gekriegt habe, aber das ist eigentlich einfach zu verstehen. Und wenn man das einmal versteht, dann kann das eben tatsächlich über Nacht sich verändern in der Bevölkerung. Also dieses Phänomen gibt es. Und das, wenn man das so sieht, dass das der entscheidende Mechanismus ist, dann ist klar, der Vorschlag ist, klärt auf, rüttelt wach, überzeugt. Wir müssen das aus Bewusstsein fördern, dass wir ausgebeutete Klasse sind und dass es eine ausbeutende Klasse gibt. Und dann wird alles besser. Das ist auch konsistent, was Hoppe macht, weil er ist ja jemand, der schreibt Bücher und er klärt auf und rüttelt wach. Macht das auch ganz gut, finde ich. Und ich glaube aber, dass es da eben eine Annahme gibt, die ich nicht ganz teilen kann. Er sagt nämlich, der Etatismus ist ein intellektuelles Problem. Das ist er auch, aber nicht nur. Und er sagt auch, dieses Problem lässt sich auf der Ebene von bewusster Diskussion, von Information lösen. Und meine These dagegen ist, ich fasse es hier mal ganz kurz zusammen, damit der Bogen, den ich gleich spanne, deutlicher wird. Ich finde, dass der Staat sich als Bindungsfigur anbietet, und Bindungsfiguren brauchen eigentlich nur Kinder. Und traumatisierte Personen haben für diese Bindungsfigur ein starkes, unbewusstes Bedürfnis. Das heißt, wir reden hier über Dinge, die unbewusst sind. Und wir reden über emotionale Dinge. Das heißt, ich würde Hoppe ergänzen wollen und sagen, ja, es ist ein intellektuelles Problem und es ist ein bewusstes Problem. Es gibt sehr viel Propaganda, sehr viel Verwirrung und sehr viel ökonomische Unkenntnis. Aber es ist auch ein emotionales Problem und es ist auch ein unbewusstes Problem. Das heißt, manche Leute wissen gar nicht, warum sie sehr am Staat festhalten. Und das möchte ich jetzt erläutern, wie es dazu kommen kann und meine These etwas belegen. Und dazu muss ich erstmal natürlich jetzt über Traumatisierung sprechen und ich muss über Bindung sprechen. Also da bitte ich jetzt um ein bisschen Geduld, dass ich hier als Psychologe mich mal ein bisschen breit mache. Und das ist natürlich auch ein schwieriges Thema, weil ich werde Dinge behaupten über das Unbewusste, die vielleicht auch euch betreffen und die auch mich betreffen vielleicht. Und ich will nicht behaupten, ich weiß besser, was in euren Köpfen los ist. Aber trotzdem muss ich das irgendwie tun. Also ist ein bisschen schwierig. Ne? Ich bin mir dessen bewusst, sagen wir es mal so. Mal gucken, wie wir damit nachher umgehen. Gut, also fangen wir mal an. Erstmal was über Bindung. Wieso ist Bindung so wichtig? Was ist das überhaupt mit dieser Bindung? Ich glaube, bei Bindung hat man oft das Gefühl, so ein Bild im Kopf, die Mutter hält ihr Säugling in den Arm und die haben den richtigen Abstand, weil die Augen des Kindes nur eine bestimmte Scharfstellung erlauben und so. Und das ist irgendwie biologisch eingebaut. Und das ist so ein harmonisches, wunderschönes Bild. Bindung dient aber dem Überleben. Das heißt, wenn wir über Bindung reden, geht es um den Tod. Um den Tod des Säuglings, der verhindert werden soll. Das muss man sich immer klar machen, dass das Bindungsverhaltenssystem etwas mit dem Überleben zu tun hat. Es geht also nicht um so sehr schöne Sachen, sondern es geht darum, dass Babys gefressen werden, dass Babys zu kalt werden und sterben und sowas. Und das Bindungssystem verhindert das. Und da ist da schon wieder Harmonie drin, aber es ist ein Mechanismus, der das Überleben sichern soll. Und es ist so, Bindungssystem haben Reptilien nicht. Vögel und Säugetiere haben das. Und das liegt daran, dass Reptilien und Säugetiere, nein, Vögel und Säugetiere Hirne haben, die nicht so sehr stark von genetisch festgelegten Verhaltensprogrammen gesteuert sind, sondern die sind relativ offen. Das heißt, sie sind lernfähig. Der Vorteil davon ist, dass man in Umwelten hineingeboren werden kann, die genetisch sozusagen nicht vorhergesehen werden, sondern die können neu sein. Und dafür braucht man natürlich dann, um in dieser neuen Umwelt zurechtzukommen, einen ausgewachsenen Artgenossen, der einen schützt und der einem das beibringt, wie das geht, der mit dieser Welt erstmal klarkommt. So, deswegen Bindungsangewiesenheit, weil wir so ein offenes Hirn haben. Und der Mensch hat das auf die Spitze getrieben. Wir haben ein derartig offenes Gehirn, wir haben ein derartig kreatives Gehirn, dass wir Umwelten vorstellen können, die es noch gar nie gegeben hat. Und wir können diese Umwelten auch noch schaffen. Also wir können Umwelten mit Computern und Smartphones schaffen. Komplett neue Geschichte. Und trotzdem können wir uns darauf anpassen und vielleicht sogar dadurch uns entwickeln und es tut uns gut. Also
Deswegen, wir haben den größten Neokortex im Verhältnis zum Körpergewicht von allen anderen, von allen Tieren. Und dann war das Problem, zunächst waren wir vierfüßig und dann sind wir auf dem zweibeinigen Gang. Und ein zweibeiniger Gang erfordert ein relativ schmales Becken und dann wird der Geburtskanal kleiner. Und ich habe ein großes Kortex, einen kleinen Geburtskanal. Wie löst man das Problem? Das Kind wird einfach früher geboren. Das ist, der Mensch wird, ist schon mal genannt worden, eine physiologische Frühgeburt. Das Frühgeborene ist physiologisch normal, aber er ist halt, wenn er dann zur Welt gekommen ist, noch nicht so ganz stabil. Und deswegen, es gibt ja diese Einteilung Nesthocker, die sind erstmal Nest. Es gibt Nestflüchter, also meinetwegen Giraffen, die fallen da raus, die Mutter leckt, die rennen los. Unglaublich. Und auch Säugetiere. Und der Mensch ist eine dritte Sorte, das ist nämlich ein Tragling. Der muss erstmal ein paar Monate rumgetragen werden, damit die Regulation, die der mütterliche Körper, als er noch drin war, geleistet hat, fortgeführt werden kann. Schlafrhythmus, Verdauung, Temperaturrhythmus, solche Geschichten. Das muss alles durch die Mutter noch mitgeregelt werden. Deswegen ist ein Tragling. Also das alles nur mal so als Schlaglichter, warum Bindung für den Menschen ganz besonders wichtig ist und warum der Mensch am Anfang seines Lebens besonders darauf angewiesen ist, dass eine fürsorgliche Umwelt für ihn geschaffen wird. Ja, und dass er halt besonders verwundbar ist am Anfang. Gut. Jetzt möchte ich das mit der Bindung mal ganz kurz erklären, mit einem kleinen Schaubild. Da muss ich etwas umpointen. Ja, habe ich schon gemacht, glaube ich. Ist on, ne? Du bist kräftiger. Okay. Also Bindung, das erkläre ich jetzt mal so. Also wir fangen mal oben an. Oder hier. Also nehmen wir mal an, es ist der gute Fall. Wir nehmen den günstigen Fall an, alles bestens. Der Säugling oder das junge Kind, wir sind jetzt nicht nur beim Tragling, hat das Gefühl, Mutter ist sicher, meine Bedürfnisse sind erfüllt, mir tut nichts weh, ich bin satt. Und dann kommt eben genau das Bedürfnis, was für den Menschen sehr, sehr charakteristisch ist. Dieses offene Hirn, das braucht jetzt Futter. Ich will wissen, was ist mit dieser Welt los? Und dann die Mutter wird langweilig und dann wird die Welt total interessant. Das Kind fängt an zu spielen. Spiel ist die Arbeit. Die Arbeit des Kindes, hat Maria Montessori gesagt, das arbeitet richtig. Was die alles machen in den ersten Monaten, die lernen laufen und sprechen und haben eine Frustrationstoleranz, die sind sowas von leistungsmotiviert. Also das ist Explorationsbedürfnis. Ich will mehr werden, ich will stärker werden, ich will meine Gliedmaßen kontrollieren, ich will die Welt, meine Kraft mit der Weltkraft messen und wachsen. So. Und das ist eigentlich ein super normaler Zustand und das ist gut, wenn das Kind das ganz viel macht. Nun ist ja bei dieser Welt eben auch Gefahr. Habe ich ja erklärt, da gibt es irgendwelche Säbelzahntiger, aber die gab es glaube ich gar nicht, als es Menschen gab, ich weiß das nicht. Gut. Und dann springt eben in Gefahr, nehmen wir mal eine Schlange und das Kind hat irgendwie, ist gefährlich. Dann passieren zwei Dinge. Es nimmt diese Gefahr wahr, und da ist auch wirklich eine Gefahr, oder der Schein einer Gefahr, ist auch egal, und das Kind wird total aufgeregt. Das Bindungssystem springt an, Herzrate geht hoch, Adrenalin und Stress, das ist Stress. Und das ist gut so, das Kind, das schreit, entweder rennt es zur Mutter, wenn es das kann, oder ruft die Mutter und die Mutter holt es, und dann hat die Mutter zwei Aufgaben. Sie muss sich erstens um das Problem da draußen in der Welt kümmern, was ist mit dieser Schlange, verscheuchen oder erklären, war nur eine Liane. Wir sind ja im Dschungel, ganz klar. Und zweitens die Aufregung. Es muss diesen Stress, der das Bindungsverhalten antreibt, den Bindungsschrei, muss es wieder runterregulieren. Oh, alles gut. Schlange weg. Ja, und erstmal muss sie die Aufregung des Kindes aufnehmen. Oh Mann, bist du aufgeregt? Oh, ist doch was schlimm. Und dann geht es wieder so runter. Und das ist ein ganz wunderbarer Tanz zwischen Mutter und Kind oder Vater und Kind. Und dadurch wird die Erregung runterreguliert. Also es sind zwei Aufgaben. Die Welt muss bewältigt werden, aber die Erregung des Kindes muss auch bewältigt werden. Und nach lernt das Kind das selber zu tun, aber das dauert eine ganze Weile. So, und dann ist das Bindungsverhaltenssystem irgendwann abgeschaltet und dann wird die Mutter wieder langweilig. Und dann sind wir wieder, und dann geht das wieder los. Der entscheidende Punkt ist, wir haben normalerweise im Idealfall niemals das aktiviert und das aktiviert, sondern entweder das aktiviert oder das aktiviert. Wenn ich also im Bindungsstress bin, habe ich kein Interesse, über die Welt was zu lernen. Da will ich nur
Mein Arsch soll wieder gerettet sein. Ja? So, jetzt will ich nichts lernen. Und wenn ich mein Bindungssystem abgeschaltet ist, dann will ich halt meine Welt wieder kennenlernen. Also das ist so eine Wippe, nennt man das, dass die Verhaltenssysteme an sind oder eben aus sind und nicht beide zugleich. Wenn das so funktioniert, es gibt auch Fälle, wo das nicht so ist, da kommen wir jetzt gleich zu, dann eine Mutter, die das gut macht, die nimmt die Signale ihres Kindes wahr, es schreit, das heißt, die ist erstmal auch zugegen, sonst kann sie die Signale nicht wahrnehmen, die interpretiert die Signale richtig und reagiert dann prompt und angemessen darauf. Das war jetzt die Definition von Feinfühligkeit. Und feinfühlige Mütter kriegen Kinder mit sicherer Bindung. Das heißt, die Kinder haben irgendwie kapiert, mit der kann man arbeiten, ich kann ruhig in die Welt rausgehen, wenn es schwierig wird, die rettet mich. Alles klar. Das ist sichere Bindung und da gibt es irgendwie keinen Zweifel, dass das hier ein Problem ist. In solchen Fällen wird das Bindungssystem relativ schnell wieder beruhigt nach einem Stressereignis und es wird komplett abgeschaltet. Das heißt, das Kind kann sich die meiste Zeit hier aufhalten und kann sich auch der Exploration komplett widmen, ohne zurückzuhalten. Und solche Kinder haben eben kognitive Vorteile, emotionale Vorteile, soziale Vorteile und motorische Vorteile. Also dieser Bindungsgeschichte ist einfach ein total wichtiger Faktor. Gut, reicht. Muss weitermachen. So, jetzt gucken wir uns, auch schade, anderes Programm. Jetzt gucken wir uns mal den Fall an, traurig, traurig, wo das alles richtig schief geht. Also Traumatisierung. Da bin ich jetzt noch gar nicht, erzähle jetzt erstmal die Szene. Also nehmen wir mal an, das Kind ist jetzt 4 Jahre alt und spielt in der Küche und nimmt sich solche metallenen Kochtöpfe aus dem Schrank und hat so einen Pfannenwender und klappert da rum, macht richtig Lärm. Und dieses metallische Geräusch, das kann schon so ein bisschen nerven. Ja? So. Dann macht es noch einen Kühlschrank aus und nimmt Eier und macht die da kaputt, rohe Eier. Und dann gibt es da eine Sauerei. Jetzt kommt die Mutter dazu, die ist schon ein bisschen genervt, weil dieses Geräusch und so. Und jetzt hat sie meinetwegen auch einen Trauma-Hintergrund und das trifft irgendwie, es triggert irgendwie ihr Trauma. Wir müssen jetzt nicht so viel über die Mutter nachdenken, aber so, wir nehmen jetzt mal, wir will das nur plausibel machen, dass das wirklich eben passiert. So, jetzt, die ist getriggert und findet das Kind unverschämt. Und was das für eine Sauerei macht. Und das geht überhaupt nicht. Und das ist ganz schrecklich und dramatisiert das total. Und erlebt das Kind als ein Monster, was ihr die Küche ruiniert. Und in dem Moment rastet sie aus, fühlt sich innerlich legitimiert, Gewalt anzuwenden, schlägt das Kind. Das Kind schreit. Das findet sie vielleicht unbotmäßig und unverschämt. Und sie tritt das Kind, dass das Kind durch die Küche fliegt, nimmt sich den Besen und haut mit voller Wucht auf das Kind ein. So, sehr dramatische Szene. Ist jetzt eine Möglichkeit, wie man traumatisiert werden kann. Gibt natürlich andere, alleinlassen, emotionaler Missbrauch. Ich gehe jetzt mal einfach dieses bildzeitungsmäßige, plastische, nehme ich jetzt mal als Beispiel. Gibt auch unterschiedlichste Konstellationen. Hier gibt es jetzt keinen Vater in meiner Geschichte, aber einfach mal, dass das Argument klar wird, bitte mal einfach folgen. Jetzt hat das Kind ein Problem. Das Bindungssystem ist durch die Schläge natürlich massiv aktiviert. Hoher Stress. Das Bindungsbedürfnis, ich muss jetzt unbedingt meine Mutter haben, die sich in meinem Beispiel jetzt meinetwegen ganz gut verhalten hat sonst. Das heißt, es gibt irgendwie eine Bindungserwartung, das klappt irgendwie mit der Mutter. Ich muss zu meiner Mutter unbedingt. Und dann, oh Schreck, die Mutter ist das Problem. Die Mutter ist mein Angreifer. Ich muss weg von meiner Mutter. So, und was soll es da jetzt tun? Jetzt gibt es im Stammhirn da vier Fs im Englischen. Fight, Flight, Freeze, Faint. Also kämpfen, keine Chance. Dreimal so schwer, dreimal so groß, vergiss es. Weglaufen ist schon da, schon zu spät. Ich hätte vorher weglaufen, es geht nicht. Erstarren, ja, vielleicht einen kurzen Moment, hilft aber nicht, die haut weiter. Was bleibt übrig? Die schwächste aller Reaktionen. Ich bin tot. Ich tue so, als wäre ich tot, ich werde ohnmächtig. Aber immerhin, vielleicht sagt das Raubtier, ist es Aas, will ich nicht, oder ist abgelenkt, und dann kann man in dem Moment wieder wegrennen oder so. Also eine Todstelle, faint, ich werde ohnmächtig. Ja. Das ist auch ein Notabschaltmechanismus. Wenn man zu lange unter maximalem Stress ist, das zersetzt die Gehirnzellen. Also das gibt es eine Notabschaltung, weil das einfach zu heftig ist.
So, jetzt wacht das Kind wieder auf und jetzt hat es ja ein Problem, noch eins. Ich brauche diese Mutter, ich bin jetzt mal der rationale Sprecher für dieses Kind, ich brauche diese Mutter, um in dieser Welt klarzukommen. Ich bin 4 Jahre alt, ich kann nicht alleine klarkommen. Das geht nicht. Das ist schon mal gesetzt. Also, Mutter ist sicherer Hafen, das muss ich irgendwie hinkriegen. Wenn ich jetzt aber weiß, dass meine Mutter ein lebensgefährlicher Gewaltvulkan ist, der, wenn ich bestimmte Punkte drücke, wieder explodiert, dann ist meine Mutter kein sicherer Hafen mehr. Der ist kaputt. Das heißt, ich kann mir nicht erlauben, zu wissen, dass meine Mutter gefährlicher Gewaltvulkan ist, damit ich sie als gute Figur behalte. Aber ich kann mir auch nicht erlauben, es nicht zu wissen, weil ich sonst diesen Gewaltvulkan nicht managen kann. Ich muss ja gucken, dass ich nicht auf den Triggerpunkt treffe. Ich kann nicht mich wieder mit diesen Töpfen spielen und Eier da reinschmeißen. Das kann ich mir nicht erlauben. Das heißt, ich muss wissen und nicht wissen zugleich. Und dafür gibt es eine geniale Lösung. Also es ist unglaublich, wie überlebensfähig diese Kinder sind. Also wir alle. Strukturelle Dissoziation wird das genannt bei der Psychologie. Ich erkläre das jetzt. Und zwar spaltet sich die Persönlichkeit in verschiedene Anteile auf. Die eine weiß, die andere weiß nicht. Und in der Mitte gibt es auch noch jemanden. Und man muss sich das so vorstellen, diese Anteile sind wirklich wie eigene Personen. Also ich, wenn ich jetzt mit Patienten so arbeite, dann fühlt sich das so an. Die können das so erleben und das entspricht ihrem Erleben, dass es wirklich eigene Personen sind. Ohne dass man jetzt sagt, das sind multiple Persönlichkeiten oder so. Ich weiß nicht, wie ich das besser erklären soll. Aber es sind jedenfalls nicht nur Emotionen, die unterschiedlich sind, sondern es sind auch Persönlichkeiten mit unterschiedlicher Weltsicht. Ich erkläre das jetzt gleich, dann wird das vielleicht deutlicher. So, posttraumatische Persönlichkeit 1 in Bezug auf die Mutter. Wir kriegen das nachher nochmal in Bezug auf den Staat. Es bleibt also übrig, oben. Der ANP heißt er jetzt demnächst immer, dass der anscheinend normale Persönlichkeitsanteil, das P, Persönlichkeitsanteil muss eigentlich weg, ANP, der ist bewusst, das ist der normale Junge, 4 Jahre alt, die meisten seiner Funktionen und Bedürfnisse sind in dem untergekommen, das ist der meiste Teil der Persönlichkeit, die meisten Erinnerungen sind verfügbar, eben zum Beispiel die Erinnerung, meine Mutter ist gut, die schützt mich, ich bin ein braver Junge, meine Mutter ist eine gute Mutter, alles in Ordnung. Das ist die bewusste Ebene. Jetzt gehe ich mal ein, überspringe ich den Täteranteil. Der Opferanteil, das ist das Wissen um die Traumaszene. Ich habe gespielt, ich wollte nichts Böses, die Hölle brach los. Ich habe es nicht ausgehalten, ich bin unmöglich geworden, es war schrecklich. Meine Mutter ist gefährlich. Das ist unbewusst. Man kann das messen, wenn man Leuten Wörter darbietet, ganz, ganz kurz. Die brauchen Wörter, die mit einem Trauma in Berührung stehen, brauchen die länger, um dieses Wort zu erkennen, um das zu lesen. Neutrale Wörter kann man besser lesen. Das liegt daran, dass das Hirn unbewusst dieses Wort erkennt, ohne dass der Leser es weiß, und dann sagt, oh, dieses Wort, das ist gefährlich, das weckt Erinnerungen, die wollen wir nicht haben. Ich muss mal ein paar Hemmungsschrauben anziehen. So, jetzt darfst du lesen. Also es wird vorher die Erinnerung abgekoppelt von dem Wort und dann kann man das Wort lesen. So kann man das zum Beispiel messen, um klarzumachen, wie automatisch das Hirn das macht. Das machen wir nicht mit einem coolen Plan, sondern das macht das Hirn automatisch. Das filtert die Stressreize raus. So, das ist der Opferanteil. Und das Problem ist, der wird abgekoppelt von der Entwicklung des anscheinend normalen Persönlichkeitsanteils. Der ist immer 4 Jahre alt. Die Mutter ist immer gefährlich, der ist immer so klein, die Mutter ist immer so groß und er braucht immer Schutz. Das ist ewig. Die Hölle ist ja auch irgendwie definiert durch die ewige Wiederkehr von demselben Übel. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel von einem traumatisierten Teil Persönlichkeitsanteil. Also wirklich eine Hölle. Und das Problem ist, der wächst nicht mit. Der kriegt nicht mit, dass er vielleicht in einem 50-jährigen Körper lebt. Und deswegen wird er auch nie sich entspannen und sagen, die Alte können wir gar nichts mehr tun. So, ne? Das wäre dann die Aufgabe in der Therapie, dahin zu kommen. So, jetzt haben wir noch den Täteranteil. Der heißt deswegen Täteranteil, weil er die Strategie der Mutter einfühlt.
Das ist der, der das managt. Das ist das überlebenssichernde System. Der sagt sich, Moment, was habe ich gemacht? Ich habe da Lärm gemacht, ich war da unordentlich. Und dann ist meine Mutter ausgerastet. Okay. Aber wie war das? Du ungezogenes Kind, was machst du für einen Scheiß? Wo kommen wir doch mal hin? Das ist ja gefährlich. Ah, so geht das. Dann kopiert es diese Haltung der Mutter, die ist abwertend und furchteinflößend, die kopiert es und macht es selber nach. Nicht, weil es die Mutter so toll findet und nachmacht, sondern weil das genau die richtige Strategie ist, um nicht die Triggerpunkte der Mutter zu treffen. Deswegen kopiert das Opfer den Täter, um sich vor ihm zu schützen. Sozusagen vorauseilender Gehorsam. Wenn ich mich so anschreie wie meine Mutter, dann mache ich genau das, was meine Mutter nicht will, und dann komme ich um das Problem drumherum und werde nicht geschlagen. So läuft das. Ein bisschen schwierig ist, der ist jetzt halb bewusst und halb unbewusst. Wenn man Klienten fragt, dann kann man eigentlich, oder wenn ihr euch selber fragt, man kann eigentlich spüren, wir alle haben so einen inneren Kritiker. Das ist so einer. Innere Kritiker, der redet mit uns. Wenn du das machen würdest, würde ich Polizei rufen. Und das ist, also der kommt mit so emotionalen Schockwellen, so, was machst du schon wieder? Denk doch mal an die anderen. Bist schon wieder so laut. Das ist so, insch, das ist so, ne? Der schockt die anscheinend normale Persönlichkeit ins Korrektsein. Und das ist lebenswichtig als Vierjähriger natürlich. Und man erlebt das so als so, ja, mache ich ja schon. Ne, so. Also dann folgt man dem einfach. Und man kommt nie dahin zu gucken, wieso schreit der mich eigentlich so an? Was hat der eigentlich für ein Schiss? Was ist eigentlich los? Also dass man mal hinterfragt, warum ist dieser Täteranteil so vehement? Nee, man macht das einfach. So. Und deswegen ist da sozusagen die Motivation von dem Täteranteil unbewusst. Der weiß ja, was los war. Der hat Kontakt zum Opferanteil, aber ist unbewusst. Nur das Ergebnis wird eingespeist in die anscheinend normale Persönlichkeit. Gut. Der Erfolg ist, man kann in der Illusion weiterleben, dass die Mutter sicher ist und man kann trotzdem den lebensgefährlichen Gewaltvulkan managen. Und der Preis ist aber, man kann nicht mehr auswerten, emotional auswerten, wer für mich gefährlich ist, welche mächtigen Figuren mich bedrohen oder ausnutzen. Das kann ich ja gerade nicht tun, weil dann würde ich ja wahrnehmen können, dass die gefährlich sind. Das habe ich mir ja gerade ins Unbewusste abgeschoben. Ja, jetzt könnt ihr vielleicht schon ahnen, wo ich hinaus will. Aber jetzt gucken wir uns nochmal an, diese einzelnen Persönlichkeitsanteile, welche Bedürfnisse haben die eigentlich? Welche Neigungen haben die? Einfach nochmal ein bisschen, um reinzufühlen, wie sind die denn so drauf? Also der anscheinend normale Persönlichkeitsanteil ist es ja irgendwie so ein braver Junge, der hat das Bedürfnis, sich daran zu orientieren, die Mächtigen, was wollen die von mir, was erwarten die mir, wo darf ich auf jeden Fall nichts kaputt machen, sind ein bisschen vorsichtig. Unter dem Einfluss des Täteranteils, auf den wir gleich kommen, die sind auch anhänglich. Daniel Würz, einer meiner lieben Künstler, hat mal gesungen, gebrannte Kinder fliegen hoch, doch niemals weit. Die sind anhänglich, weil wenn die in die Welt hinausgehen und die Welt erkunden, Moment mal, was war mit meiner Mutter? Ich glaube, ich muss nochmal gucken. Ja, die können nicht wirklich komplett ihr Bindungssystem abschalten und in die Welt hinausgehen, explorieren, sondern sie müssen immer sich vergewissern, was ist mit der Mutter? Ist alles noch okay? So, und die sind dann so klebrig. Und die Mutter dann, geh doch mal spielen. So. Ne? Jetzt nicht alle Kinder, die anhänglich sind, haben das erlebt, aber das ist ein Effekt. Kommen wir nachher noch zu, was wichtig ist. Natürlich sind die auch nicht so spontan, die müssen ihre Impulse immer kontrollieren, könnte das gefährlich sein. Die sind nicht so authentisch, ich muss immer kontrollieren, was erinnere ich, was fühle ich eigentlich. Vielleicht fühle ich ja die Traumaszene wieder, um Gottes Willen. Also ich bremse mich und deswegen habe ich auch Angst im Kontakt. Ich gehe nicht voll in den Kontakt, sondern ich halte mich zurück. So. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Einfach mal als Schlaglicht. Der Täteranteil ist naturgemäß herrschaftslustig, nicht weil er so herrschaftsgeil ist, sondern weil er aus Not getrieben die gefährlichen Gedanken an die Traumaszene, die vielleicht auftauchen, unterbinden muss, wegschocken, hör auf, das zu denken. Und er muss natürlich auch die Impulse, das zu tun, was die Mutter so aufgeregt hat, unterbrechen durch dieses Wegschocken. Er ist immer paranoid, weil er natürlich ständig scannt, könnte wieder was passieren, wie ist es schon wieder so weit, sieht schon wieder so gespannt aus. So. Und die Strategie ist eben durch Abwertung, das Gefährliche zu unterbinden und durch Angst einjagen.
Und wir kennen ja vielleicht alle eine Institution, die mit dieser Strategie arbeitet. Der Staat. Also das ist dieselbe Strategie, komme ich gleich noch zu. Und der Opfernteil möchte natürlich, habe ich ja schon erklärt, der ist 4 Jahre alt, der entwickelt sich nicht. Ich möchte, Schutz und Sicherheit soll endlich einfach Frieden sein. Ich brauche jemanden, der mich schützt, irgendwie vor diesem Horror. Bitte sei doch einfach eine gute Mutter da, ein guter Vater da, das wäre einfach richtig klasse. Dann hat er ja die schwächste Abwehrstrategie, Ohnmacht, gewählt, um aus der Traumaszene auszuscheiden. Und es gibt natürlich im Stammhirn auch immer noch diesen Impuls zu sagen, das Beste wäre doch eigentlich, ich könnte das Problem selber regeln. Ich hau den Angreifer platt und dann ist das Fall erledigt. Ja, das ist in uns drin, wenn wir angegriffen werden, wir würden gerne kämpfen. Das wird natürlich gehemmt, wenn wir uns ausrechnen, das hat überhaupt keine Chance. Und deswegen war das richtig, dass das Kind das abgehemmt hat. Aber der Opferanteil hat immer auch den Impuls zu sagen, ich hätte ja gern gewonnen. So, das müssen wir uns merken. Es ist auch eine sehr erniedrigende Erfahrung, so platt gemacht werden. Und diese Erniedrigung möchte gerne auch eine Heilung finden, dadurch, dass man sagt, ich bin wieder wer, ich bin wirksam, ich gelte was. Das möchte da sein. Und natürlich der soziale Aspekt, das ist ja eine sehr innige Beziehung zwischen Mutter und Kind. Und wenn das so unterbrochen wird, ist das auch eine soziale Ausstoßung. Du gehörst nicht dazu, du bist laut, du bist unverschämt, du bist dreckig. Und du bist kein Wert, ich nehme dich nicht ernst. Und wir vertragen uns auch nicht, sondern du bist mein Feind. So erlebt die Mutter ja, wenn sie schlägt, das Kind. Deswegen hat er das Bedürfnis nach Dazugehören, ernst genommen werden, nach Vertragen. Gut. Jetzt gucken wir uns nochmal Hoppe an. Der hat ja so ökonomisch-soziologische Faktoren aufgezeigt. Wir erinnern uns, Unterstützung kaufen war ein Maßnahmenbündel, wie der Staat seine Akzeptanz erkauft oder erreicht. Und guck mal, welche Bedürfnisse werden denn hier angesprochen? Und wenn der Staat in einer existenziellen Notlage, ich bin jetzt krank, kann meinen Lebensunterhalt nicht verdienen. Wir stellen uns vor, 1870, viele Fabrikarbeiter, geringes Lohnniveau, zu viele Menschen, und ich kann meinen Lebensunterhalt nicht verdienen. In Indien ist das heute auch. Ein Rikscha-Fahrer, wenn der krank wird, das ist eine Katastrophe. Jetzt kommt der Staat und sagt, kein Problem, ich habe hier Geld für dich. Ist zwar zwangsfinanziert, aber ist egal. Er rettet dich. Er gibt dir was. Krankenversicherung. Ich habe mir die Geschichte der Krankenversicherung mir mal angeschaut, in den Freiheitskeimen. Die Leute haben, die meisten, die in der Zwangsversicherung, der Krankenversicherung, die haben zum ersten Mal einen Arzt gesehen. Da sind Bevölkerungsschichten erreicht worden, die haben noch nie einen Arzt gesehen. War zwar Zwang, aber muss man erstmal würdigen, dass das erstmal richtig geil war. Da war ein Arzt, der kennt sich damit aus, der konnte Leben retten. Ja, cool. Irgendwie gut. So. Also, was ich damit sagen will, ist, das spricht den Opferanteil an, der natürlich 4 Jahre ist, unbewusst, und der möchte einfach Schutz haben. Und das macht der Staat. Macht er auch mit seinem Rechtssystem oder so, aber wir reden jetzt über die Faktoren, die in den letzten 150 Jahren dazugekommen sind. Und das ist eben das Sozialversicherungssystem. Und er fühlt sich mit 4 Jahren immer darauf angewiesen, dass jemand Starkes ihm hilft. Und das tut der Staat an dieser Stelle. Und da entsteht im Vergleich zu einem Nicht-Traumatisierten, entsteht hier ein unbewusster Vertrag. Der 4-Jährige sagt, okay, das nehme ich, das ist geil. Während ein nicht-traumatisierter Mensch sagen würde, okay, ist ein guter Deal. Vielleicht gibt es noch ein anderes Angebot. Oder können wir das nicht vielleicht ein bisschen ändern? So, der möchte auch die Sicherheit. Ich möchte auch versichert sein gegen Krankheit. Ich will auch in der Rente was bekommen. Aber ich würde darüber sozusagen bewusst nachdenken. Und ich hätte nicht dieses unbewusste Ding zu sagen, ach, der Staat ist eine Bindungsfigur, auch geil. Und ich nehme das alles von dem und der ist gut und der ist auf meiner Seite. Das ist ja die Idee. Das läuft unbewusst. Und wenn der Staat also hier dann als Bindungsfigur eintritt, und akzeptiert wird, unbewusst, ohne dass das den Leuten klar ist, gibt es ein starkes emotionales Band zwischen Staat und Opfer oder Trauma. Und dann ist auch der anscheinend normale Persönlichkeitsanteil zufrieden, weil er jetzt jemand Starkes hat, der sagt, wo es lang geht, das sind die Gesetze, und er gibt Vorgaben, und dann bin ich ein anständiger, braver Bürger, was wird von mir erwartet? Ich gehe wählen, ich zahle meine Steuern, oh, ich habe was vergessen, oh, das tut mir aber leid. Ja, also man ist ein gesetzestreuer Bürger und es ist die Pflicht, zur Wahl zu gehen, es gehört sich einfach. So. Und das fühlt er sich gut, der anscheinend normale Persönlichkeitsanteil, weil er möchte ja die Mächtigen nicht ärgern. So.
wenn man jetzt den Faktor Demokratisierung anguckt, das war ja die Idee, der Staat wird zu meinem Staat, weil ich kann daran teilhaben, ich kann mitregieren. Wenn man sich mal die Innenpolitik anschaut, eine Parlamentsdebatte, das ist ein Kindergarten. Das sind Kinder, die hauen sich um die Ohren, was für unverantwortliche, moralisch, gefährliche, ja, also Angst, Menschen, die anderen sind, die das wollen, dass die Schwulen heiraten dürfen oder dass mehr Militär oder mehr Polizei, ist völlig egal, in welche Richtung. Auf jeden Fall ist der andere immer schlecht und gefährlich. So, und das, wenn man da nichts gegen tut, wächst die Paranoia, dann wird es schlimmer. Also ich will damit sagen, das ist eigentlich, passt wunderbar. Also Demokratie und Beteiligung an der Politik ist eine wunderbare Einladung für den Täteranteil, seine Herrschaftslust auszutoben und mit seinen Methoden rumzuwüten. Okay, Entschuldigung, ja, danke. Ja, also das ist sozusagen dieses Kämpferische, kommt gleich nochmal. Und der Opferanteil, Demokratie hat ja auch sowas Soziales, sowas, wir sind alle eins, es geht um den Gemeinwillen, es geht um, was ist denn gut für Deutschland. Und dann hat man manchmal, ich hatte früher die Idee, die sitzen im Parlament und fragen, machen Expertenhearings und ringen darum, was ist das Beste für Deutschland. Und diese Idee, ja, wird ja demokratisch so verkauft. Diese Idee spricht einfach den Opferanteil an, weil das sind endlich mal die kümmern sich ums Gute und das, ich kann auch mitreden. Ich bin Deutschland, ne? Du bist Deutschland, die Werbung. Genial. Trifft genau den Opferanteil. Ich kann, hab eine Stimme. Ja, ich darf auch sagen, was ich will. So, hört zwar keiner drauf. Aber, ne, es ist die Einladung dazu. Fühl dich aufgehoben, dass wir entscheidet. Das ist auch sowas, wir vertragen uns alle. Das ist die Idee. Ja. Dritte Faktor, Nationalismusförderung und dann letztlich im Krieg. Ja, ist auch dasselbe. Politik, Außenpolitik ist eben auch, ne? Der Feind, sei es Putin oder Obama, ist ja im Moment sehr aktuell. Das ist auf jeden Fall gefährlich und böse. Und wir müssen da was gegen tun. Und das wird alles immer schlimmer. So, das ist eine Einladung an den Täteranteil, sich richtig auszutoben. Und wenn es dann eben unbewusst läuft, ist es nicht mal rational kalkuliert, sondern es hat was mit sehr frühen Emotionen zu tun. Der Opferanteil wird auch angesprochen, weil im Krieg, also oder erstmal der Nationalismus, ne, wer sein, ich habe jetzt mal, wir sind Papst geschrieben, als der Ratzinger da gewählt worden ist, also dieses, ne, oder wenn wir, ich sage es auch schon, wenn wir eine Weltmeisterschaft gewinnen, ne, sind wir nicht alle ein Stückchen größer, ja, also dieser Effekt, das ist unbewusst, der Opferanteil ist unbewusst, aber es ist natürlich, ach, das ist so Butter, oder wie sagt man, Öl auf meine Mühlen, Wasser auf die Mühlen, ja, geht wie Öl runter, so. Wenn endlich diese Erniedrigung mal geheilt wird, dass wir sind groß, wir sind stark, ha, wir sind wieder wer in der Welt. Also, wir müssen ja denken, 150 Jahre zurück, Imperialismus, Hochrüstung, ne, das brach den Opferanteil sehr an. Ich hatte ja auch gesagt, der Opferanteil möchte gerne auch mal gewinnen, möchte das Problem selber regeln. Und das kann man dann eben, wenn der Feind jetzt die Eigenschaften der Mutter bekommt, der übermächtige, bedrohliche, gefährliche Gegner ist, dann kann ich den Kampf gegen meine Mutter endlich führen, ohne mich daran zu erinnern, wo der eigentliche Kampf stattgefunden hat und wie ich da unterlegen bin. Gut. Und dann kommen wir jetzt nochmal zu der Folie zurück, die ich eben in Bezug auf die Mutter hatte. Also, dann ist der anscheinend normale Persönlichkeitsanteil eben im Glauben, der Staat schützt mich. Der ist meine Bindungsfigur, das ist mein guter Vater, meine gute Mutter. Das Opferanteil braucht den, weil er immer noch glaubt, ich kann gar nicht selber für mich leben, ich brauche immer noch jemanden einfach, der mir die Hand führt und der auf mich aufpasst in dieser gefährlichen Welt, voll von bösen Mächten außenpolitisch und innenpolitisch. Und der Täteranteil kann sich eben austoben, im Innenpolitischen kann er eben alles Mögliche verbieten, Veggie Day oder sonst irgendwas verboten. Oder er kann eben kämpfen im Außenpolitischen, wenn dann irgendwie Kampf angesagt ist. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Das Opfer bekommt eben seine als lebenswichtig empfundene Bindungsfigur. Der Staat bietet sich an, erfolgreich, auf unbewusster Ebene. Und dann kann eben auch, wie bei der Mutter,
die Gewaltförmigkeit der Herrschaft vom Staat nicht mehr emotional ausgewertet werden. Wenn das so ist, ich glaube, dass das so ist, aber das können wir ja diskutieren, dann ist, wenn ich jetzt ein Argument bringe, jemandem, der so strukturiert ist, und sage, weißt du, der Staat, den du so liebst, der ist gefährlich. Und der ist auch böse. Der will gar nicht dein Gutes. Das ist im Grunde die Aufforderung, du traumatisierter Mensch, erinnere dich daran, wie es war, dass eine Mutter dich traumatisiert hat. Das ist ein Mensch, der vielleicht 40 Jahre lang versucht hat, genau diese Erinnerung zu vermeiden, der hochgeübt darin ist. Es ist hochängstigend, diese Erinnerung wieder hochkommen zu lassen. Also wenn ich in der Therapie mit solchen Menschen arbeite, die empfinden das als Lebensbedrohung, was es ja auch damals war. Damals war es eine Lebensbedrohung. Sich daran wieder zu erinnern, ist wie, es fühlt sich an, wie als würde ich erneut in den Tod gehen. Und wenn ich das einem Staatsgläubigen so präsentiere, dann sage ich im Grunde, deine Mutter war böse und gefährlich. Und das funktioniert nicht. Also da wird man natürlich, Druck erzeugt Gegendruck, man wird einfach Abwehr ernten. Das ist eine normale, geübte Reaktion. Und Stefan Molyneux hat ja diese, hast du schon erwähnt, Manuel, diese Serie gemacht, The Bomb in the Brain, und besonders im Teil 4, also ich habe das auf Deutsch übersetzt, bitte anschauen, lohnt sich, The Bomb in the Brain Teil 4 wird auch erklärt, dass es Belohnungssystem im Hirn massiv angeht, wenn jemand, der mit emotional bedrohlichen Informationen konfrontiert wird, in der Lage ist, und das schafft er auch, also wenn er das schafft, diese Informationen wegzuschieben. Und so, oh, wusste ich doch schon, oder? Ne? Dann gibt es ein Belohnungssystem. Und das geht nicht wird nicht nachgedacht. Das ist eine emotionale Abwehrreaktion. Kommt aus dem Bindungssystem und hat nichts mit der Großhirnrinde zu tun. Und deswegen, wenn man das weiß, ist man natürlich sehr viel vorsichtiger bei der Verwendung von Argumenten. Natürlich ist das wichtig, auch Argumente zu bringen, aber doch nur bei Menschen, die sich dem zuwenden, die das wissen wollen. Das, ne? Und man muss immer wissen, dass das möglicherweise an ein Trauma rührt, wenn man mit Leuten damit konfrontiert. Und wir haben ja alle schon, glaube ich, sehr heftige Diskussionen mit anderen Menschen gehabt. Und ich glaube, dass da eben Trauma eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat. Und die versuchen sich da zu schützen, ohne das zu wissen. So. So, jetzt haben wir ja über Lösungen noch. Das ist ja eigentlich die Idee hier. Das habe ich einfach mal ein bisschen provokativ eine Reihenfolge aufgestellt. Das muss man natürlich nicht so machen. Aber wenn man sich das bewusst macht, dass solche Dinge früher abgelaufen sein können und dass ich da vielleicht selber mit zu tun habe, dann ist natürlich, was ist denn dann wichtiger? Dass ich jetzt den Staat irgendwie einen Zehntel Nanometer zurückdränge oder dass ich mich um meinen eigenen Scheiß mal kümmere? Und ich würde natürlich sagen, ich bin Psychotherapeut, kümmert euch auch um euren eigenen Scheiß. Das ist doch so viel wichtiger. Also, ne? Traumatisierungen integrieren, die eigenen Spaltungen auflösen, sich der Wahrheit der eigenen Geschichte stellen. Das ist schwer, es ist scheiß viel Arbeit, aber es ist so lohnend. Ich kann es euch nur empfehlen. Und es ist was man wirklich beeinflussen kann. Da kann man was tun. Am Staat kann man meistens nicht so viel tun. Wenn man das tut, können wir jetzt ein bisschen pädagogischer wieder werden, dann hat man auch natürlich viel größere Chance, die eigenen Traumatisierungen nicht an die eigenen Kinder weiterzugeben. Das geht so schnell. Ich bin selber Eltern, ich bin in der Gewaltberatungsstelle. Es ist wirklich sehr erstaunlich, wie mächtig diese unbewussten Traumata agieren und wie schnell sich die alten Situationen wieder inszenieren, bloß mit verteilten Rollen, dass ich jetzt der Täter werde, wie das bei der Mutter war, und mein Kind zum Opfer wird. Und ich genau dieselben Probleme habe, die ich früher mit meinem Vater hatte, mit meinem Sohn. Also es ist sehr erstaunlich, wie zäh das ist und wie früh das eingeprägt ist. Und wenn es stimmt, was ich sage, dann ist es auf jeden Fall eine sehr gute Idee, Anarchismus zu propagieren in einer Bevölkerung, bei denen das Traumalevel relativ gering ist. Ich glaube auch deswegen, dass man in sehr gewalttätigen Kulturen, gehen wir mal nach Mittelamerika, wo sehr viel geschlagen wird, oder Afrika,
hat es überhaupt keinen Sinn, Anarchokapitalismus zu predigen, weil die Leute sind sowas von dermaßen traumatisiert, dass das gar nicht funktionieren kann. Und vielleicht ein Zeichen der Hoffnung, dass hier das möglich ist und dass so viele kommen. Aber ich glaube, es muss eine gewisse Offenheit geben, wenn man sich diese Gedanken zuführen kann. Jedenfalls, wenn mein Argument irgendwas taugt. Ja, wenn man das alles getan hat, seine eigene Traumatisierung bearbeitet, ich tue ja so, als könnte man das nur nacheinander machen, keine neuen Traumatisierungen weitergegeben hat, heile Kinder in die Welt entlässt, ich wünschte, ich könnte das tun, dann ist, finde ich, auch noch empfehlenswert, wenn man dann glücklich und gut lebt. Man sucht sich eine Arbeit, die einen begeistert, die einem Spaß macht. Man guckt seine Beziehungen an, sind die in Ordnung, sind die gut, tun die mir gut oder bin ich in irgendwelchen missbräuchlichen Beziehungen und raff es gar nicht. Das kann man ja dann auch besser, wenn man die eigene, wenn man die Fähigkeit wieder erstarkt hat, ausbeuterische Beziehungen zu erkennen. Und dann kann man ja vielleicht dabei Bitcoin erfinden oder das Internet verbessern. Und das sind alles sehr mächtige Werkzeuge, der dem Staat etwas entzieht. Aber das ist nicht direkt gegen den Staat gewesen, sondern da war eben jemand, der hat sich dafür begeistert, der konnte das, der hat da Spaß dran gehabt und hat das dann gemacht. Und wenn man dann immer noch Zeit hat, dann kann man ja vielleicht auch mal einen Aufsatz gegen den Staat schreiben und sich Hoppe zugesellen und sagen, aufklären, wachrütteln ist eine gute Idee. Das finde ich